So, wir sind in Satz 4. Satz 4. Und wir haben jetzt den Rückwärtselbogen und Haugamsau geklärt. So, jetzt gehe ich hier nach vorne und mache mit zwei Händen den Gamsau nach vorne. So, das Ding wird folgendermaßen eingesetzt, und zwar auch als Griff, ja, und auch nur mit einer Hand. Ja, gibt auch eine Version für beide, ich zeige jetzt mal eine, wo ich sozusagen einen Handflächenstoß nach vorne mache, versuche aber hier die Hände des Gegners im Prinzip zu fesseln, ja, der Arm fesselt den, und ich habe hier Druck und gehe hier runter und verbinde das mit dem V-Stoß. Ne? Also hier hoch, hier runter, ne? Und hier schlagen. Okay, das bedeutet, alle diese Bewegungen, die auf den anderen zugehen, ne? Also zum Beispiel hier ziehen und hier drücken. Ne? Seht ihr automatisch, dass ich ihn beuge. Ne? Beugen, Rückwärtselbogen und Schlag. Na, diese ganzen Sachen, na, habe ich eine Push- und eine Pull-Bewegung. Pull, Push. Okay? Dadurch attackiere ich im Prinzip immer den Bereich hier unten, also Blase, Hüfte, und versuche entweder ihn zu fesseln oder ihn zu beugen. Na? Und dafür braucht ihr diese Bewegung, wo sich, wenn ihr mal guckt, na, der Rücken aufrichtet und die Rückenmuskulatur kontrahiert und ihr nach vorne stemmt. Genau so ist es.